Willkommen zurück zu einer weiteren Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen auf der PlayStation 5 Marvel's Avengers. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Und wir sind einmal dabei, in Avengers so ein paar Missionen einmal schnell zu erledigen. Unser Ziel ist es, gerade am Überwachungsnetz sozusagen so ein paar Sachen zu erledigen. Und die Mission ist hier Helicarrier. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist es eine von diesen Missionen hier, wo überall eine grüne 1 angezeigt wird, glaube ich, dass wir das alles einmal abschließen müssen. Also schön, dass du eingeschaltet hast. Lass uns einfach direkt Gas geben und die Sachen hier abschließen und dann können wir hoffentlich ein, zwei nette Missionspunkte abgreifen. Willkommen, Miss Romanoff. Das dürfte Los für Sie geht's. ziemlich einfach sein. So, ausweichen. Hoppala, bisschen zu langsam. Ja, schon wieder. Manchmal warte ich einfach zu lange. So, jetzt. Ich weiß aber auch nicht, warum ich jetzt unbedingt diese ganzen Scheiß-Missionen hier machen muss. Vor allen Dingen, weil ich die doch schon mal gemacht habe. Also, das wundert mich wirklich. Ernsthaft? Das ist alles. Das macht mich echt betroffen. Gegner besiegt, während Überladen aktiv ist. Die Frage ist, woher weiß ich, dass Überladen aktiv ist? Also ich lade hier mal alles auf. Wichtig ist, dass ich nicht von einem von denen getroffen werde. Sonst geht nämlich mein Überladen wieder runter.
Das Problem ist, die Gegner spawnen nicht schnell genug. Jetzt ist, glaube ich, überladen aktiv. Das dauert immer eine Zeit bei der Black Widow. Okay, Schattenschleicher, kennen wir schon den Spaß. Zack. Schattenschleicher ist eigentlich echt eine coole Fähigkeit. Ist nur doof, dass unsere Sticks trotzdem noch da sind. Bereit für mehr? Wellen zurückschlagen, sagt er. Ja, und ihr seht schon, wir kommen eigentlich echt ziemlich entspannt hier durch. Ist jetzt nicht so wild, was wir hier gerade erleben. Ja, ich komme hier nicht ganz hoch. Da will ich hin. Da hoch wollte ich eigentlich. Warum auch immer sie das jetzt gerade nicht macht. Attacke. Platt gemacht. Miss Khan hat mir das Wort mega geil beigebracht. Ja, so mega geil war das jetzt ehrlich gesagt. Ich denke, in ihrem Fall trifft es zu. So, jetzt ist halt die Frage, und das ist echt ein Problem. Also ja, wir können mit ihr jetzt was anderes machen. Aber ich habe ja eigentlich eine Mission ausgewählt. So, und wo ist jetzt diese Mission hin? Helicarrier. Das wird mir dann immer angezeigt, ne? Und dann, wenn der Helicarrier drinnen ist, dann muss man weiter gucken. So, und ihr seht, mir wird hier der Helicarrier angezeigt, dass ich eine Mission abschließen soll. Und da sind noch drei von diesen
möchte gern Missionen da, die mir da angezeigt werden sollen. Echt komisch. Gruppe 3, wie ist Ihr Status? Also er sagt, ich soll hier reingehen. In den Helicarrier und dann eine dieser Missionen erledigen. Was ich echt nicht nachvollziehen kann. Das kann ja nicht die Mission sein, oder? Willkommen, Miss Romanoff. Das dürfte für Sie ziemlich einfach sein. Das ist doch jedes Mal derselbe Scheiß hier. Verstehe ich halt nicht, wie das sein kann. Ja, Widows halt. Schon wieder. Na gut, wir nehmen es mal kurz mit und dann gucken wir. Okay, das haben wir auch erledigt. Okay. Ah, wir müssen schneller werden. Shit. Und wir brauchen vor allem mehr Gegner, schnellere Gegner. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ging tatsächlich schneller als gedacht. Beim letzten Mal haben wir da ein bisschen länger gebraucht. So, Zeit für Schattenschleier. Shazam. Mal gucken, ob wir alle fünf in einer Reihe Platz gemacht kriegen. Passt. Wenn ich könnte, würde ich jubeln, Miss Romanoff. Bereit für mehr? Ja, Wellen zurückschlagen, okay. Ist jetzt nicht so wild.
Also die Drohnen sind mit am nervigsten. Shit. Siehst du, und das meine ich. Ich feuere sie. Jetzt bin ich tatsächlich gestorben. Wegen dem Kack. Last but not least. Ah, das ist schon cool gemacht mit dem Finisher. Perfekt. Na, seht ihr doch, da geht's dann doch relativ schnell und einfach. Miss Khan hat mir das Wort mega geil beigebracht. Ja, ich fand's nicht so mega geil. Denke, in ihrem Fall trifft es zu. Aber gut. Nehmen wir mit. Das Problem ist nur, ihr seht das jetzt wieder. Ich bin in der Mission drin. Und er zeigt mir hier das Grüne, seht ihr das? Zeigt er mir an. Hier ist meine Hauptmission. Und schau, ich habe jetzt die gerade auch abgeschlossen. Ich verstehe nicht, wieso mir das jetzt quasi hier wieder angezeigt wird. Hier steht zum Außenposten reisen. Das muss ich anscheinend machen. Also gehe ich dahin. Ich hätte halt ganz gern einen anderen Charakter, ne? Wie kann ich den Charakter wechseln? Weiß nicht, wie man Charakter wechselt. Der Bericht für Kamera ist fertig. Ist dir statt das Update dieser Woche nicht gefallen? Hey, Widow! Es geht da draußen hart zu. Das weiß sie. Da steht 26. Wenigstens machen die Avengers Fortschritte. Was würden wir nur ohne sie tun? Wo muss ich hin? Ach, wirklich? Das ist es dann? Okay. Alles klar. Ich denke, ich habe es gefunden. Hallo New York. Hier ist eure freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ich wollte euch ein kurzes Lebenszeichen geben, weil ihr euch doch bestimmt wundert, wo ich die letzten Wochen war. Ach, kommt schon, Leute. Ich rede gerade mit meinen Fans. Tut mir leid. Aber ja, ich war beschäftigt und ich habe nicht wirklich mit den Avengers zusammengearbeitet. Es ist eher ein Nebenjob. Es ist schwer, einen multinationalen Konzern zu stürzen. Vor allem, wenn dein Team von der Öffentlichkeit als gesetzlos gebrandmarkt wurde. Aber außerhalb der Arbeit haben wir trotzdem noch Spaß.
Seit ich bei ihm bin, habe ich sogar eine ganze Menge mehr Freizeit. Ich verrate euch ein Geheimnis. Die Avengers? Überraschend normal, wenn sie nicht gerade Schurken in den Arsch treten. Sie sind eine große Familie von Helden, die zusammenarbeiten und einander helfen, aber trotzdem noch Zeit für Spaß finden. Echt cool. Auch die Animationen sind mega. Nicht, dass ich rumgealbert hätte. Es ist harte Arbeit, an der Seite der Avengers zu kämpfen. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ständig ganz allein die Stadt zu retten. Du fühlst dich einsam. Jetzt kenne ich so viele coole Leute. Und ich war an vielen wunderbaren Orten. Aber ich würde New York nie verlassen. Ihr bleibt immer meine Nummer eins. Die Avengers sind einfach anders als meine bisherigen Freunde. Es war großartig. Sorry, ich überhole mich mal wieder selbst. Gehen wir einen Schritt zurück. Am besten zum Anfang. Das ist sicher, oder? Ja, total sicher. Was sollte schief gehen? Okay, das habe ich nicht durchdacht. Okay. Hill müsste uns in Kürze informieren. Hey Leute, wir haben Besuch. Hey! Leute, ihr solltet euch dringend eine Türklingel anschaffen. Oder eine Vordertür. Kann ich jetzt reinkommen? Cool. Okay, Spider-Man, reden wir. Ihr zwei kennt euch? Spider-Man bekämpft in New York Schurken, und zwar schon ewig. Tut mir leid, ich war 5 Jahre eingefroren. Und im Weltraum. Ich habe im Wohnwagen gelebt. Mit Internet. Ja, ich wäre ja fast beleidigt. Aber 50% Bekanntheit ist nicht schlecht. AIM hatte eine ziemlich dicke Akte über ihn. Aber ohne Ausweis. Du verwischst deine Spuren gut. Wow, wenn du das sagst. Also, du kannst es hinter der Maske nicht sehen, aber ich werde gerade rot. Aber das erklärt nicht, warum du im Flug an unserem Helicarrier hängst. Ja, ich brauche Tiny Dancer. Sie hat mal einem Freund geholfen, der Resistance AIM Infos zuzuschieben. Ich hatte gehofft... Ich bin ganz Ohr. Ja, also, ich glaube, AIM arbeitet an was Großem. Also, Chemiewaffen groß. Ich kriege aber nichts Näheres raus, weil alle Dateien von ihren Servern total geschwärzt sind. Die Dinger haben mehr schwarze Balken als die meiste moderne Kunst. Und? Und ich will ihren Lieferanten hochnehmen, aber... Tiny Dancer muss AIMs Verschlüsselung knacken, damit ich in eine ihrer Anlagen reinkomme. Den Rest schaffe ich alleine. Erst sehen wir es uns an. Wenn das mit AIMs Plänen stimmt, helfen wir dir, in die Anlage zu kommen. Du hängst hier rum, bis wir soweit sind. Tony, Ned? Es ist wirklich keine große Sache. Ich will nur rein... Ihr geht wirklich... Okay. Kein Problem. Im Rumhängen bin ich Experte. Versteht ihr? Hängen? Naja, ich fand's komisch. Der Spider-Man sieht so muskulös aus. Ihr wisst aber, dass ihr nicht mitkommen müsst, oder? Natürlich, wir helfen trotzdem. Das ist unser Job. Und du musst bei uns keine Maske tragen, wenn du nicht willst. Um mich geht's dabei gar nicht. Aber ich muss Menschen bei mir zu Hause schützen. Und die Maske hilft mir dabei. Das verstehe ich. Bei mir weiß auch keiner, dass ich Miss Marvel bin. Außer meinem Abu natürlich. Aber Maske oder nicht, wir alle brauchen Menschen, die uns stützen und verstehen. Auch die komischen Teile. Vor allem die komischen Teile. Jedenfalls solltest du dich mal umsehen. Thor und Hulk kämpfen im Harmraum, aber du könntest sie bestimmt vertreiben. Harmraum? Der ist bestimmt nicht harmlos, oder? Wart's ab. Willkommen auf der Chimera, Spider-Man. Danke. Na, das war ja mal ein nettes Intro. Okay, neues Harm-Tutorial verfügbar. Wunderbar. Und ich würde sagen, das spielen wir dann beim nächsten Mal. Also vielen Dank fürs Einschalten. Und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Marvel's Avengers auf der PlayStation 5 mit mir, dem Dennis. Bis dann. Tschüss.